Elvis hatte seine Gitarre selbst mitgebracht und schon eine Weile im Vor- und Wartraum von Sun Records gewartet. Der 18-Jährige klampfte auf seiner Gitarre und sang sich mit ein paar Gospeln warm. Marion wollte ihren Ohren kaum glauben. Die Mitarbeiterin von Sam Phillips, Chef von Sun Records, hörte da einen weißen Jungen, der singen konnte wie ein Schwarzer. Obwohl es nicht üblich war, legte sie ein Tonband ein und machte neben der Direktpressung noch eine weitere Aufzeichnung als Überraschungsdemo für ihren Chef. Der Jungunternehmer Sam Phillips war begeistert, allerdings weniger von Elvis' Stimme als von dem Engagement seiner Mitarbeiterin. Elvis' Adresse wurde notiert und dabei sollte es vorerst bleiben. Jahre später gab Elvis zu, nach diesem ersten Besuch mit einem Anruf von Sam gerechnet zu haben. Der blieb aber zunächst aus. Ja, wie ging es weiter mit der Karriere, mit dem Start der Karriere von Elvis Presley? Lesen Sie nach auf über 430 Seiten. Der King lebt, mein neuer Roman. Mehr dazu auch auf bluehawaii.de.